Hey Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. So, ich weiß jetzt, wie man diesen Vogel besiegt und was man hier machen soll. Ihr habt ja gesagt, ich brauche die Peitsche dafür. Ah, warte. Ah! Okay. Gab es diesen Gegner schon mal? Ach, das Herr fliegt jetzt auch noch. Badadadada. Hallöchen. Bist du hier? Moment mal, was soll das denn? Habe ich meinen Käfer nicht verbessert? Okay. Ich dachte da nicht irgendwie, dass der schneller wird oder so. Na gut. Au! Okay. Wenn man den Gegner nicht mal anvisiert. Wo gehst du hin? Also kannst du dich jetzt mal entscheiden? Ich sehe da gar nichts. Hallo. Jetzt aber. Das ist doch furchtbar. Jetzt habe ich es aber geschafft und ich will da rein. Oh verdammt! Hier ist irgendwie nochmal alles vertreten. Ach Gott, wo kommen die alle her? Ah. Wie ist das dann wohl drin? Meereskarte. Oh. Und wie viele Bernsteinhalbmonde. Der muss sich doch hier gelagert haben. Im Bild drin. Geld, 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 Geld. Oh, sogar noch eine Vogelfeder. Nein, Geschenk der Göttin sogar. Was ist das denn für ein Haus hier? Aha, du hast die antike Seekarte erhalten. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der die Wüste noch ein Meer war. Maddie, dies ist die Seekarte des Käpt'ns. Ich schlage vor, sie zurück zum Käpt'n zu bringen. Sieh nur, Gebieter. Ach Gott, wie viel sind das denn? Auf diesem Schiff ist Nairos Flamme versteckt.
Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls aus Robotern besteht, beträgt 90%. Ich schätze, dass der Captain inmitten einer Mannschaft sein glückliches Leben gelebt hat. Jo. Ey, Moment! Da kann ich mich hinsetzen. Ach komm, ist egal. Okay, die Seekarte. Ja, hat mir jetzt schon gezeigt. Ich kann auf das Dach rauf. Ja, zumindest hier hin. Oh, nee, ich kann tatsächlich noch hoch. Und hier sind wunderbare Sandzikaden. Sind das wirklich Sandzikaden? Ich kann die irgendwie alle nicht auseinanderhalten. So, aber jetzt will ich runter. Tschüssi. Ja, der Gegner ist schon wieder da. Tschüssi. Okay. Wer war das denn jetzt? Dankeschön. Wo ist denn der Captain? Da hinten ist der. Ich speichere das auch noch ganz gerne, ja. Katzen rasten schon wieder aus. So, Captain. Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht. Jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß. Lass uns mein Schiff suchen. Sollen wir ablegen? Natürlich. Brech mir auf. Zip. Genau. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Aha. Die Lage der Werft ist mit X markiert. Okay. Da. Und was ist da? Ist da der Drache? Ach Gott. Okay. Und was ist da? Keine Ahnung. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch meins wurde dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass dort unter einem Hinweis auf dem Station ein Schiff steckt. Okay, ja. Also da. Ach Gott. Wo kommt das denn her? Ein Fass. Ist das dein Ernst? Ein Fass. Noch mehr. Muss ich ihn dahin? Nee, das ist das andere Teil. Wer war das denn? Ach Gott. Ist das da hinten vielleicht das Schiff? Nee. Kann ich hier aussteigen? Badadada, was machst du denn? Hör auf! Werft! Ach Gott! Ich kann mir schon vorstellen, was wir hier machen müssen. Oder ist es wieder der Rückweg? Wir sind da. Auf dieser Insel wurden frühere Schiffe gebaut. Hier befinden sich sehr wohl die Werft als auch die Behausung der Werftarbeiter. Dieses Gebäude ist die Werft. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang treten. Dort ist der Lorenbahnhof.
Geh dort einmal hin und sieh dich um. Ich warte auf dich. Okay. Ich dachte schon, dafür bekäme man Herzteil, aber anscheinend ja wohl doch nicht. Ich dachte, das wäre eine Strecke. So, okay. Ach nee. Au. Oh, können die Treppen nicht hoch? Diese Gegner hasse ich in dem Game. Ah, hallo Sir. Dieser Ort war einst eine Art Bahnhof für Loren. Die Loren sind noch gut in Schuss. Klettere hinein und fahre über die Insel an der Wand dort drüben. Wird erklärt, wie du Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, die sind nicht ganz ungefährlich. Lies dir die Anleitung sorgfältig durch. Erstmal setze ich mich hier hin, okay? Ich lebe schon seit vielen Jahren ganz allein, doch dank meiner Loren wird mir niedergewählt. Okay. Anleitung 1. Tritt an die Lore heran und drücke. Was macht denn meine Katze da? Psst, psst, psst. Hey! Und drücke A, um hier einzusteigen. Okay. Neige die Lore in der Kurve mit der Wii-Fernbedienung. Was? Bremse, wenn du schnell drückst, mit B ab, okay. Um zu springen! Bewege die Wii-Fernbedienung rückwärts nach oben. Oh Gott, was ist das denn? Und was soll das? Beam, 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 beam. Ah! Ach Gott. Gott, was ist das denn hier? Oh je. Ah! Ah! Okay. Ist das der Hintereingang? Hä? Moment mal, was war das? Ah. Alles aus Quarz hier gebaut oder was? Ah! Ach Gott, was ist das denn? Kriegt die an der Decke, das geht gar nicht. Das war's doch gar nicht. Ist so einer. Zur Werft. Ja, da will ich lang. Der ist enger zu. Achso. Der Spaß geht weiter. Jetzt muss ich wahrscheinlich springen, oder? Ganz richtig. Ach Gott, was ist das denn? Ach! Oh je! Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Abgrund ist. Da lang! Da lang! Nein! Oh je! Das wird nur Spaß machen, hehe. War das richtig? Oh
Gott, verdammt. Wo bin ich denn hier? Ich hab das Gefühl, ich falle hier gleich runter. Ich lebe noch, wie kann das sein? Okay. Aussteigen, bitte. Vogelstatue, speichern. Das heißt, das geht das jetzt gleich noch weiter, oder was? Warum kann ich mich hier nicht hinporten? Oh, drei Stühle. Dankeschön, brauche ich aber nicht. Ey, halt, da war noch Notiz. Na, okay, hier sind wir drin. Schwarze Schafe. Peter, wir sind im Inneren der Werft angekommen. Ketten. Nach all der Zeit ist auch hier alles von Sand bedeckt. War hier früher Wasser oder was? Ich empfehle dir, im Sand nach Anhaltspunkten wie zum Schiff zu suchen. Na gut. Muss doch irgendwo wieder so ein Stein sein, oder sind die hier nur Dekoration? Wie, was macht ihr denn schon wieder da? Wie soll ich hier was suchen? Ach so, soll ich hier... Wie beim Endboss, oder was? Was ist das denn da? Was ist das? Nein! Nein! Das ist der Endboss! Ey, das ist doch wohl nicht wahr! Was macht der denn schon wieder? Hallöchen, so sieht man sich wieder. Okay, aber der war ja auch der Einfachste. Und das hier bestätigt auch, dass er der Einfachste ist. Einfache Bosse werden ja meistens in Zelda-Games zweimal kommen oder sogar dreimal, wie Moldor in Link Between Worlds. Oh, aber jetzt brauchen wir mehr Treffer, oder? Ne, doch nicht. Oh, verdammt! Ey! Was machst du? Okay. Jetzt muss ich wieder ausgraben, ne? Ja. Okay. Ey, Sir, was soll denn das? Oh, verdammt. Steh doch rein! Okay, jetzt. Sehr wohl. Ey, was machst du? Okay. Er war aber genauso einfach wie vorher. Und meine Katze schreit vor der Tür. Was bedeutet, sie hat die Tür drüben aufgemacht? Gebieter, es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren vor Wort des Bösen vorgekommen. Was war das gerade für ein Satz? Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Du hast mich hierher geführt! Was macht der Boss überhaupt hier? Wir haben ihn doch umgebracht. Hä? Ja, und jetzt? Sir, können Sie mir da eventuell helfen? Nee, er ist kein Chef.
In diesem Fall, das ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenfeld fahren. Also auf geht's. Ah, das ist wahrscheinlich das da oben auf der Karte, ne? Reicht mir auf. Bzz. Oli ist gut. Ich habe Angst. Der Boss der Piraten ist furchtbar stark. Der Boss der Piraten? Er hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wieder sehen zu müssen. Aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Ist das dann eventuell der Boss? Das Piratenversteck ist auf der Karte mit X markiert. Ja, sag ich doch, da muss ich hin. Also los, brech mir auf. Gut. Wieder die TNT-Fässer. Ist das überhaupt da? Ja. Piratenversteck. Nein. Ich habe Angst. Aber wenn man es genau nimmt, leben wir ja bereits nicht mehr da. Doch, ich schon. Auch ich bin nur wegen eines Steins in der Zeit in meinem Boot und an diesen Ort gelangt. Irgendwie beruhigt mich das. Also, Strolli, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Piratenversteck speichern. Dann hier hoch. Ach Gott, Fledermäuse! Wie hab ich das gerade so komisch gesagt? Ach Gott, noch mehr! Fledermaus, Hilfe, Hilfe! Da ist ja noch eine! Oh je! Ich höre noch welche! Wo sind die denn? Raus da! Hä? Kommt aus Nasenlöchern raus. Wie komme ich da rein? Oh je. Ich glaube, das sieht aus nach einer Sache für den Käfer. Bam, badam. Was? Geld, Geld, Geld. Nur Geld? Moment mal. Was soll ich denn hier bitte schön machen? Ey, dieses Game ist einfach so verwirrend. Man weiß nicht, was man hier machen muss. Oder zu machen hat oder überhaupt macht. Ich geh mal hier hoch. Moment mal, hier muss ich sogar hoch. Komme ich da hoch? Hier irgendwie? Hier schon wieder. Ah, hier!
Er platziert denn da seine Tür hin? Die findet man noch nie. Wo bin ich hier und was ist das? Sinnoh-Gebieter. In dieser Vorrichtung befindet sich kein Stein der Zeit. Jedoch besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95%, dass es ein ähnlicher Mechanismus wie in der Wüste Ranel ist. Ich schätze, dass auch diese Vorrichtung von einem Stein der Zeit angetrieben wird. Dann such das Teil und setz es hier ein! Dann geht wahrscheinlich diese Tür hier so lange nicht auf, ne? Die Tür da auch nicht. Aber hier ist irgendwie das Ding da weg. Sind wir jetzt schon im Dungeon? Oh! Piratenversteck nehmen, oder? Ich glaube, wir sind im Dungeon angelangt, oder? Ja, obwohl sonst. Ich glaube, wir sind doch nicht im Dungeon. Weil sonst wird ja immer am Anfang, wenn wir diesen Dungeon treten. Nein. Ich muss euch besiegen. Nein, muss ich nicht. Upsala. Ha! Hier kommt er nicht raus. Was ist das denn? Hallöchen. Ey, wo gehst du denn hin? Was soll denn das? Tschüssi. Ich muss leider ganz, ganz dringend weg. Ich habe einen wichtigen Termin mit meinem Arzt. Ah. Und dann muss ich das Teil dann nehmen und dann da wegtragen. Sinnoh-Gebieter. Dieses Objekt hier ist eine Kugel der Zeit, ja. Anders als Stein der Zeit kann man sie an verschiedene Orte bringen. Oh je, aber was bringt das hier? Hallo? Hier bringt das ja gar nichts. Oder was verändert sich denn hier? Ah. Bleib mal da. Ich schau mal ganz kurz. Also da muss ich lang, okay. Ah, das sind doch die Elektroverrückte hier. Ach Gott. Ach toll, jetzt liegt er da draußen. Toll. Ey toll, was mache ich denn jetzt? Wo ist der andere? Au! Tschüss. Ah, okay. Okay. Was, der lebt noch? Jetzt nicht mehr. So, die Kiste, dankeschön. Wahrscheinlich wieder nur so ein Monsterhorn oder so. Nee, Geld. Ist das gleiche. Ah. Höh! Hier wieder. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Was ist das denn hier? Hä?
Alles klar. Nein. Vorstellen, wie das geht, oder? Ah, okay. Ich dachte, ich muss jetzt mit dem Enterhaken rüberziehen. Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Bei der Princess wäre es gegangen. Tür auf. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Sir, 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 Sir. Ach so, kommt man daran. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie über die Steine springen. Aber anscheinend ja so. Und ein Schattenkristall. Und der dritte. Badadada. Was? Keine Ahnung. Okay. Nimm! Nimm! So. Ja, toll. Ah, der ist noch da. Vorsicht! Oh, ich wäre versunken. Was? Ey! Verdammt, was macht die denn? Was macht die für Faxen? Komm her! Ja, das ist gleich die nächste. Was soll denn das? Ey, warum läuft der Baby mir denn jetzt hinterher? Okay, Freunde, in der nächsten Folge würde ich einfach mal sagen, geht's weiter bei Legend of Zelda Skyward Sword. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und rein und ciao.